Ja, einen schönen guten Tag, liebe Vitaminervoll-Community, zu einem neuen Interview heute mit dem Lorenzo. Wir sind heute auf der Motivations Masterclass und ich freue mich sehr, dass Lorenzo sich die Zeit genommen hat für das kleine Interview. Und zwar, Lorenzo ist auch ausgezeichneter Speaker von der Entrepreneur University und wurde zu einem der besten Speaker vom Jahr 2018 gekürt. Ja, also du hast ja früher in einem DAX-Unternehmen gearbeitet und hattest 120 Angestellte und hast sehr viele Fachhandelsgeschäfte eröffnet. Mhm. Also schon sehr beeindruckend. Lorenzo, wie alt bist du eigentlich? Na, das ist eine böse Frage. 38. Ja, also hast du ja in der Zeit schon extrem viel... Sehr aber aus wie knackige 30. Erreicht. Also du bist ja auch Trainer für Leadership, ne? Also ja. Lead like a Rockstar. So. Und das heißt, mich würde jetzt mal interessieren, wie schaffst du jetzt einen Synergieeffekt, um mit anderen in der heutigen Welt zusammenzuarbeiten? Ein Synergieeffekt, damit Menschen dir folgen? Ja. Okay. Wie schaffst du das? Also in erster Instanz geht es immer erstmal darum, herauszufinden, was ist denn das, was den anderen antreibt. Das ist, glaube ich, das, was die wenigsten Menschen, Führungskräfte heute machen. Deswegen sage ich immer, ich bin keine Führungskraft, weil Kraft ist Führen bzw. Ausüben von Kraft in Form von Druck, von Angst, von Drohungen, von Befehlen. Und das schafft nicht, dass jemand dir aus freien Stücken folgt, sondern du zwingst jemanden dazu, dass er dir folgt. Und es gibt kein richtig und auch kein falsch. Ja? Das heißt, also wenn man sich so die letzten Jahre anschaut, ich sage mal Industriezeitalter, als alles losging mit der Industrie, da haben wir Menschen gebraucht, die Kraft ausgeübt haben. Also hast du diese typischen Macher-Führungskräfte gebraucht, weil die Leute hatten keine Orientierung. Die wussten ja nach dem Krieg nicht, was soll ich mit meinem Leben anfangen. Und da hast du Menschen gebraucht, die eben ein Unternehmen aufbauen. Du hast Menschen gebraucht, die dir sagen, was du tun musst. Du hast Menschen gebraucht, die dir sagen, lass das. Da hinten ist das Ziel, da rennst du hin, aber so, wie ich es dir sage. Und die Menschen haben es auch gemacht. Und die haben dann auch gefolgt, weil die hatten keine Ahnung. Das war viel Leading by Position quasi, ne? Genau. Heute ist es so, und vor allem, wir hatten damals nicht das Wissen, was wir heute haben. Ja, also die Mitarbeiter oder die Menschen hatten eben nicht das Wissen. Das war ja eher so dieses Unsichere. Mhm. Gib mir ein wenig, bisschen mehr Sicherheit. Da gibt es auch ein geiles Lied von ich weiß gar nicht, von wem das ist. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall gib mir ein bisschen Sicherheit. Ne? Und das war ja das, was sie damals gemacht haben. Durch Ausüben von Befehlen, von Druck, war das so gewesen, dass wir den Menschen Sicherheit gegeben haben. Ne? Wir haben sie in einen gewissen Rahmen spielen lassen und da war alles super. Heute funktioniert das nicht mehr. Heute wirst du, ich sage jetzt mal, den einen oder anderen haben, der so tickt wie damals, den wirst du auch so führen können. Wenn du dir aber heute die neuen Generationen mal anschaust, wenn du so eine Generation Y, eine Generation Z anguckst, all das Wissen, was du brauchst, das kannst du dir ziehen. Also das, was deine Jungs und Mädels hier gerade machen, die sich jetzt gerade hier das Interview anschauen, das ist ja Wissen, was ich absorbiere, das nehme ich hier auf. Und das kann ich mir auf dem, wo kommt das YouTube, kann ich mir auf YouTube anschauen. Irgendwann vielleicht auf dem Podcast und. Ich kann mir die ganzen Sachen an Wissen, kann ich mir ziehen. Der Punkt ist aber der, dass wir heute durch eine Wissensüberflutung jetzt keine Orientierung, also diese Unsicherheit, die wir damals hatten, weil wir keine Klarheit hatten, heute haben wir zu viel Klarheit und sind durch die Möglichkeiten, die wir haben, verunsichert. Oh fuck, ich krieg das nicht und vielleicht fehlt mir das und das rennt an mir vorbei und ich kann die Chance nicht wahrnehmen. Und deswegen verändert sich die Rolle der Führung. Früher hat er dir gesagt, wo es hingeht. Heute ist die Rolle der Führung die, deswegen sage ich, weg von der Führungskraft und hin zur Führungspersönlichkeit. Weil heute führe ich mit Persönlichkeit. Heute ist es so, dass dein Bestreben, das erste, ich habe damals einen Chef von mir gesagt, Lorenzo, die allererste Aufgabe, die du als Leader hast, ist es, so schnell wie möglich deine Mannschaft hinter dich zu bekommen. Und das ist das, was eine Führungspersönlichkeit ausmacht. Guck dir die digitalen Medien an. Ich glaube nicht, dass du auf Social Media, Facebook, Instagram, wo du auch immer bist, sagst, du musst mir folgen. Und weh, wenn du mir nicht folgst, dann kriegst du einen auf die Fresse. Aber du musst mir jetzt folgen. Ist ja nicht. Die Leute folgen dir aus freien Stücken, weil sie dich cool finden, weil sie deinen Inhalt toll finden, weil sie deine Personality cool finden. Was weiß ich, irgendwas hast du, was die Menschen anzieht. Und das ist die Rolle, die wir heute als Führung leben müssen, als Führungspersönlichkeit. Ich muss mit meiner Persönlichkeit so viel, meine Menschen so begeistern, so einen Einfluss haben,
dass Leute sagen, hey, wow, das ist für mich wie so ein Idol, wie ein Rockstar. Ja? Ich kenne alle Lieder, ich kenne alle Alben. Heute Abend spielt er bei mir in der Stadt und trotzdem renne ich hin, obwohl ich alles kenne und gebe 300, 400, 500 Euro aus für ein Ticket. Das ist die Rolle der Führungspersönlichkeit von heute. Ja, danke. Also kann man ja eigentlich schon so sagen, es ist ja über die Generation jetzt ein ordentlicher Werte- und Paradigmenwechsel entstanden. Ja. Das heißt, früher war es natürlich dann wirklich dann Disziplin, du machst das, du machst auch das, was deine Eltern sagen. Und heute ist ja viel das Thema Selbstverwirklichung eigentlich ganz viel da. Wir hören das Wort immer finanzielle Freiheit, wir wollen nicht mehr angestellt sein. Das ist eigentlich so der Trend momentan. Na, wenn du es dir mal anschaust, ist es ja auch gar nicht so weit hergeholt. Ne? Also ich weiß nicht, ob die Maslow-Pyramide dir was sagt. Ja, klar. Maslow sagt ja auch, wir haben Grundbedürfnisse. Ja? So, und das Grundbedürfnis von Sicherheit, ein Haus über den Kopf, soziale Bindung mit Menschen, ja, sich dazu zu gehören. Das hatten wir ja damals nicht. Damals musstest du gucken, habe ich ein Dach über dem Kopf? Nach dem Krieg habe ich ein Dach, habe ich was zu essen? Kann ich meinen Kindern? Also klar, da hast du eben genau diese Bedürfnisse, diese Werte, damals viel mehr ausgeprägt, wie wir sie heute haben. Heute, wenn ich mir meine Kleine angucke, die hat ein Haus über dem Kopf. Die weiß ganz genau, wenn ich einmal A mache, ist Papa da. Ja? Ist so. So, also ist es klar, dass wir sehr, sehr schnell diese Grundbedürfnisse reinholen, um eben genau auf dieser Ebene zu sein von der Selbstverwirklichung. Ja? Und die nächsthöhere Ebene ist halt die Ebene der wie sagt man, Contribution, also zurückzugeben. Ne? Also da wachse ich jetzt, indem ich zurückgebe. Und daher ist es, also da musst du auch kein Genie für sein. Ne? Wenn du da wirklich A und A mal zusammenzählst, dann weißt du, okay, damals krasse Wertewandel, weil heute brauchen wir das nicht, weil das haben wir. Wir müssen nicht mehr jagen gehen. Ja? Und deswegen wollen die Menschen sich selbst verwirklichen. So. Ja, und der Trend geht ja auch mehr und mehr eigentlich so in die Richtung, dass wir sagen, okay, vielleicht, es gibt ja viele, viele mehr Online-Unternehmer mittlerweile und wir hatten ja auch gerade das Thema Social Media und folgt mir auf Social Media. Da würde ich mal fragen, wie siehst du momentan die Funktion im Leadership im digitalen Zeitalter? Also sei es jetzt Social Media, Instagram, Facebook, wie sorgt man dafür, dass die Leute einem folgen oder dass die auch sich begeistern für das, was man selber tut? Was man ja auch sehr viel im Internet publiziert. Ja, also ich glaube, also jetzt aus Sicht des Leaders, ne, aus Sicht der Führungspersönlichkeit, ich glaube Champions League, also wenn du irgendwann in Zukunft wirklich Massen von Menschen bewegen willst, ob das jetzt von der Bühne reden ist oder ob du in der Firma bist und ein Team führst, ob du im Network Marketing unterwegs bist und gerade dabei bist, dir ein Team aufzubauen. Ich glaube, das, was am allerwichtigsten ist, ist Punkt 1 erstmal die Persönlichkeit, und die Botschaft, die du zu transportieren hast. Die meisten, die ich kennenlerne, sagen, Paul Lorenzo, aber ich bin doch einfach viel zu jung. Also ich bin da 20, 22 Jahre alt, mir hört doch kein Schwein zu. Die Leute, die bei mir im Team sind, die sind 30 Jahre älter wie ich. Es kommt nicht aufs Alter an. Die Frage ist, welche Erfahrung hast du gesammelt? Welche Erfahrung kannst du transportieren? Welche Fehler kannst du vermeiden lassen? Ja, deswegen sage ich immer, ich kriege so eine Halsschlagader, wenn ich Menschen sehe, die mega viel Potenzial haben, vielleicht in kurzen Jahren so viel Erfahrung gesammelt haben, eine mega tiefe Botschaft in sich tragen, aber weil die keine Eier haben, sorry, wenn ich das mal so sage, sich nicht trauen, diese Botschaft nach außen zu transportieren. Weil sie nicht wissen, okay, wie kann ich sie in Worte fassen, wie kann ich sie emotional transportieren. Also die Frage ist, Punkt 1, warum willst du Menschen führen? Warum? Warum willst du ein Leader sein? Warum? Und ich glaube, die zweite Frage, die du stellen sollst, ist deine Botschaft, die du in dir trägst, so stark, so hat die so einen Impact auf die Menschen, dass sie sagen, geil. Guck mal, ich habe meiner Kleinen versprochen, meiner kleinen Tochter, die ist ja, Alessia ist jetzt 10 Jahre alt, ich habe ihr damals, als ich die 120 Leute geführt habe, mein Kosename war Lorenzo Terminator Schibetta, das war mein Kosename. Also Menschen, die mich heute kennenlernen, die sagen, wo hast du den anderen gelassen? Ja. Und ich habe damals meine Jungs und Mädels eben genauso geführt, mit Kraft, mit Druck und Angst. Jeden Tag. Ich war Großmeister darin. Habe auch meine Zahlen, meine Ziele geschaffen, war klassisch aus dem Vertrieb, 16 Jahre Vertrieb, ja. Und habe den tagtäglich in die Fresse gehauen. So. Der Punkt ist nur der, wenn du das jeden Tag machst, dann haben irgendwann die Leute keinen Bock mehr auf dich. Dann werden die krank, dann fangen die an zu kündigen. Und bei mir war das halt in der Hochphase so gewesen, dass ich glaube, mehr als die Hälfte verbrannt habe, bis ich verbrannt bin. Und als wenn du halt in einem Bett aufwachst, wo nicht dein Bett ist, in einem Krankenhaus, und du siehst dann deine Frau und deine dreijährige Tochter damals, wie sie dich beide angucken, dir läuft nur Rotz und Wasser übers Gesicht, dann überlegst du 10-mal. Weißt du, ich habe mir damals halt die Frage gestellt, wie will ich in Erinnerung bleiben? Will ich so in Erinnerung bleiben, als Arschloch?
Nee, will ich nicht. Und vor allem nicht für meine Frau, nicht für meine Tochter. Und das war so die Frage, die ich mir damals gestellt habe. Wie willst du in Erinnerung bleiben? Und ich habe damals meiner Tochter, versprochen, dass ich alles dafür tun werde, dass wenn sie irgendwann groß genug ist und sagt, Papa, ich habe keinen Bock bei dir in der Firma zu arbeiten, weil ich will Tänzerin, Bäckerin, keine Ahnung was werden, habe ich ihr versprochen, dass ich alles dafür tue, dass ich in ihrem unmittelbaren Umfeld alle Führungskräfte irgendwie reinhole, dass ich so ausbilde, dass ich aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mache, damit ich den Träger so klein halte, dass sie nicht so einen Arschlochchef bekommt, wie ich damals einer war. Und das ist meine Botschaft. Damit musst du andere Werte transportieren. Klar muss ich die Erfahrung erstmal sammeln. Schmerzhafte Erfahrung. Um das für mich erstmal zu raffen, was das heißt. Und das ist so, weil ich, irgendwann kam ich dann mein Bestes, ich löse diese ganze autoritäre Machergeneration von Führung, die löse ich ab. Mit einer komplett neuen Generation, mit einer frischen, innovativen Generation von Führung. Eben die, die mit Persönlichkeit führen. Und das ist, glaube ich, die Message, wenn du jetzt wieder zurück auf Social Media. Bei Social Media hast du ja immer nur, wie soll ich sagen, punktuelle Aufnahmen. Ja, du kannst, klar, wir haben jetzt Story-Funktionen, da kannst du die Leute mit auf den Weg nehmen. Aber wenn du nur Bullshit laberst, wirst du niemanden erreichen. Also du solltest schon dafür stehen, von was du sprichst. Und guck mal, wenn ich mit dir spreche so, dann habe ich auf der einen Seite, pocht mein Herz mit Wut, weil ich empfinde Wut zu den Menschen, die anderen Menschen kaputt machen. Und auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Freude, weil ich ganz genau weiß, mir wird es gelingen. Dass ich meiner Kleinen eben genau das gewährleisten kann. Und ich glaube, das ist die Botschaft. Also jeder für sich halt soll für sich halt seine Botschaft entdecken. Und das ist, glaube ich, die Magie über Social Media. Habe eine Botschaft, lerne diese Botschaft zu entwickeln und dann vor allem mit der emotional und wirkungsvoll transportieren zu können. Und ich glaube, wenn dir das gelingt, dann hoffe ich, habe ich deine Frage beantwortet. Ja, schon mal ziemlich gut. Also das leitet mich gleich auf eine spontane weitere Frage über. Und zwar, du sprichst jetzt davon, von einer neuen Generation von Leadership. Ja. Wie definierst du die denn? Also wie geht man jetzt in der heutigen Zeit nach deiner Definition jetzt mit Leadership? Mal angenommen, du willst mich jetzt ausbilden, ich bin jetzt dein neuer Leader oder dein neuer Angestellter. Wie würdest du mich jetzt behandeln, mich zu motivieren? Weil das ist ja eigentlich, Leadership ist ja quasi, du motivierst mich, Dinge zu tun für dich. Okay, darf ich es umdrehen? Oder probier mal genau deine Definition, wenn man also steht, ich glaube, dass es nicht die Aufgabe eines Leaders ist, deine Mitarbeiter zu motivieren, glaube ich nicht. Weil du wärst ja nicht mein Mitarbeiter. Du bist ja schon vorher zu mir gekommen. Stimmt, Motivation ist ja intrinsisch, Inspiration ist außen. Ja. Also der Job eines Leaders ist, die bereits vorhandene Motivation, die du ja mitbringst, weil sonst wärst du ja nicht zu mir gekommen. Die Aufgabe ist, diese Motivation nicht klein zu machen, sondern den Rahmen zu geben, den Rahmen zu schaffen, dass diese Motivation nicht abflacht. Du wirst Motivation nicht größer machen können, weil du kommst ja mit einer Grundmotivation. Aber der Rahmen dafür, also dafür zu sorgen, dass der Rahmen da ist, dass die Motivation nicht abflacht, das ist die Aufgabe eines Leaders. Und dafür gibt es Möglichkeiten, dafür gibt es Tools. Ich kann dir sagen, was meine drei größten Fehler waren, die ich gemacht habe damals, ja, wo ich meine Jungs verbrannt habe. Fehler Nummer eins war, ich habe alle genommen, habe sie alle in einen Topf geschmissen. Ich habe alle gleich behandelt. Scheißegal, ob der eine Mega-Performer war oder der andere ein Scheiß-Performer war. Ich habe die alle gleich behandelt. Hatten wir einen geilen Monat, waren alle Mitarbeiter gut. Hatten wir einen Scheiß-Monat, waren alle Mitarbeiter scheiße. So, die Guten haben sich gedacht, naja, so gut bin ich ja nicht, weil ich bin ja mit den Scheiß-Menschen da in einem Topf. So, die Low-Performer haben gedacht, so schlecht bin ich ja gar nicht, weil ich bin hier mit den High-Performern in dem Topf. Punkt war nur der für mich, dass ich das immer situationsabhängig gemacht habe und eben nicht langfristig gedacht habe. Ich habe immer kurzfristig gedacht. Kurzfristige Erfolge, kurzfristige Impulse. Und ich glaube, das ist im Bezug nehmend auf, ich schmeiß alle in einen Topf, ich glaube, der größte Fehler, den du machen kannst. Punktuell, im Moment, impulsiv reagieren. Das ist der erste große Fehler, den ich gemacht habe. Das heißt, was wäre eine Lösung? Sieh zu, dass du die Jungs und Mädels individuell und wertschätzend behandelst. Jeder ist individuell. Jeder hat seine eigenen Stärken, seine eigenen Erfahrungen, seine eigene Prägung, seine eigenen Motivationsgründe. Nimm dir jeden Einzelnen. Guck mal, ich habe von allen meinen Jungs und Mädels die Namen gekannt. Ich wusste von allen meinen Jungs und Mädels nach dem Krankenhausaufenthalt, was denn ihr Motivator ist, was ihre Bedürfnisse sind, was ihre Werte sind. Ich wusste sie in- und auswendig. Weil ich wusste, nur dann kann ich gezielt auf Augenhöhe mit meinen Jungs und Mädels sprechen. Und dann ging es nicht um mich, dann ging es immer um meine Jungs und Mädels. Also Ego klein machen, die Jungs und Mädels in den Vordergrund stellen. Zweiter großer Fehler, den ich gemacht habe, war, ich war nie gerecht. Ich war nicht gerecht.
Wenn jemand zu mir gekommen ist, einen Fehler gemacht hat, dann habe ich gesagt, ja, komm, das war der Erste. Ja, das war der Zweite, komm, das war der Dritte. Kam ein High-Performer zu mir, von dem ich erwartet habe, dass er ja keine Fehler macht, windelweich geschlagen, also nonverbal. Ne? So, ich war nie gerecht zu meinen Jungs und Mädels. War der zweite größte Fehler. Wie kannst du gerecht sein? Gerecht kannst du sein, indem du zum Beispiel auch einem guten Performer konstruktiv zum Beispiel Optimierungsmöglichkeiten mit auf den Weg gibst. Zu sagen, du bist scheiße, aber und dich einfach mal so stehen zu lassen und dann einfach aus dem Raum, habe ich auch gemacht. Ich hab einen Mitarbeiter damals gehabt, einen Filialleiter in Frankfurt war das damals gewesen. Da bin ich in die Filiale rein, habe mein Portemonnaie rausgeholt, habe mein Portemonnaie aufgemacht, wirklich die Instanz, Portemonnaie hingehalten und habe den angeschrien, habe gesagt, von wem lassen Sie das Geld klauen aus dem Portemonnaie? Und dann habe ich angefangen, ich lasse mir kein Geld aus dem Portemonnaie klauen. Da habe ich gesagt, wissen Sie was? Und warum klauen Sie mir jeden Tag mein Geld aus dem Portemonnaie? Jeder einzelne Kunde, der hier rausgeht, nichts kauft, ist das Geld, was Sie mir klauen. Wenn Sie mir weiter das Geld klauen, schmeiße raus. Und die restliche Mannschaft, das war der Filialleiter, die restliche Mannschaft stand um den drumherum. Ist das gerecht? Das ist der zweite größte Fehler, den ich gemacht habe. Und der dritte größte Fehler war, ich habe meine Jungs und Mädels nicht beachtet. Es ging immer nur um mein Ding. Meine Ziele, mein Erfolgsweg, mein Schulterklopfer, meine Anerkennung. Hauptsache der Chef sieht, dass ich was Geiles mache. Hauptsache ich gehöre zu den Top-Sales-Managern. Immer ich. Ich habe nie darauf geachtet, was meine Jungs und Mädels wollten. Und das ist, glaube ich, der dritte große Fehler, den ich gemacht habe. Eben wirklich nur zu sehr bei sich selbst zu sein, anstatt einfach mal zu sagen, okay, ich kann nur so gut sein, wie die Jungs und Mädels, die ich im Team habe. Wenn ich meine Jungs und Mädels besser mache, werde ich automatisch besser. Deswegen war mein Spruch immer, mit und durch deine Jungs und Mädels erfolgreich. Mit und durch. Mach die anderen erfolgreich, dann... Ja. Wenn du es schaffst, den anderen den Erfolg zu bringen, dann bringen sie dir den Erfolg. Ja, und vor allem, wenn es aus freien Stücken ist. Deswegen finde heraus, was die Treiber sind. Ja. Finde es heraus. Wenn einer dir sagt, boah, Herr Schibetta, ich habe einen Mitarbeiter damals gehabt, in Darmstadt gewesen. Tommy, wenn du guckst, hi. Der kam damals zu mir, ein Sohnemann hat er gehabt, ich glaube, vierjähriger Sohn war das. Und der hat sich unmittelbar gerade von seiner Freundin getrennt. Der war so ein geiler Verkäufer. So ein geiler Typ. Und von jetzt auf gleich sind seine Zahlen in den Keller gegangen. So, da kommt der Schibetta, Terminator damals, und hat ihn zur Sau gemacht, bis geht nicht mehr. Du bist doch in der Probezeit, denk dran, ne? Halbes Jahr, wenn du es nicht packst, bist du raus. Dachte, oh, jetzt hast du mal den schönen Feuer gemacht unter Marsch, jetzt wird er wieder Gas geben, ne? Ja, scheiße was, er wurde noch schlechter. Bis ich irgendwann mal beobachtet habe, bis ich irgendwann mal mein Ego klein gemacht habe und gefragt habe, ey, was ist denn los? Lass uns mal einen Kaffee trinken gehen. Mal raus aus der Filiale. Und auf einmal erzählt er mir, dass er sich gerade von seiner Frau getrennt hat und den Sohn daheim hat und er hat gerade eine Herausforderung, weil er die ganze Woche, wenn es losgeht, plant, wie er seinen Kleinen aus dem Kindergarten holen kann. Und freitags, dann weiß ich, die Arbeitszeiten bis 20 Uhr, ich brauche immer irgendjemanden, der den Kleinen holt. Und freitags ist immer der anstrengendste Tag. Ich weiß nicht, ob ich am Freitag meinen Kleinen schaffe, dass jemand den abholt. Und deswegen bin ich die ganze Woche nur damit beschäftigt, einen Nanny zu finden, jemanden zu finden, der meinen Kleinen abholt. Und deswegen komme ich nicht da rein. Ich komme nicht rein. Dann habe ich ihn gefragt, okay, was wäre denn für dich die bestmögliche Lösung? Sagt er, ja, wenn ich am Freitag vielleicht einen halben Tag früher gehen kann. Sag ich, könnte man machen, was wäre nicht fair gegenüber den anderen? Gerecht, ne, wieder. Sagt er, ja, ich könnte die Stunde in der Woche nachholen. Ich sage, okay, das wäre gerecht, weil dann hast du genau den gleichen Stundensatz wie alle anderen auch. Sagt er, ja, und vor allem, ich könnte jeden Tag eine Stunde länger aufhalten und wir haben einen Wettbewerbsvorteil gegenüber allen anderen Filialen. Sage ich, ja, weißt du was, wir testen das mal. Was ist passiert? Der hat nicht nur seine Zahlen eingefahren, er hat sogar dupliziert, er wurde noch besser. Und das Geile war, dadurch, dass wir immer eine Stunde länger offen hatten, wohin sind die Kunden gegangen? Gerade die länger gearbeitet haben. Also, der konnte am Freitag seinen Sohn abholen, hat eine geile Zeit mit seinem Sohn gehabt, hat doppelte Leistung abgerufen. Die Kunden kamen abends zu uns, weil wir der einzige Laden oder länger offen. Also wir haben the Win-Win-Win gehabt. Warum? Weil ich einfach mal von meinem Ego weggegangen bin und einfach mal die richtige Frage gestellt habe, die Fresse gehalten habe und zugehört habe. Top. Daniel. Bitteschön. Das waren ja richtig coole Tipps. Also da bedanke ich mich schon mal. Gerne. Und dann haben wir jetzt noch eine Überraschung für euch. Ja, dann stell dir aber vor, du buchst ein Konzert und bekommst ein Seminar oben mit drauf.
Und dieses kleine Geschenk, was wir für dich haben, ist die Hard Rock Life, geboren um zu leben. Was darfst du erwarten? Wir werden einen ganzen Tag dafür nutzen, dass du deine intrinsische Motivation findest. Also was ist das, was dich morgens aus dem Bett springen lässt? Und kennst du das am Handy, dieses, wie nennt man das Ding hier, damit du immer wieder 5 Minuten länger schlafen, 10 Minuten länger? Ja, genau. Dass du den gar nicht mehr brauchst. Du stehst morgens auf, ohne dass ein Wecker dich klingelt. Wach klingelt. Das heißt, volle Motivation, du weißt genau, wo du es hin willst, du hast Klarheit, du hast Orientierung, für was? Um einfach bessere Ergebnisse zu erzielen und vor allem endlich etwas zu haben in deinem Leben, was dich zieht, anstatt dich irgendwo hinzudrücken. Und das werden wir gemeinsam an diesem Tag richtig, richtig fett herausfinden, mit geilen Übungen, richtig geilen Übungen und vor allem mit ganz, ganz vielen tollen Überraschungen. Und ich glaube, Überraschungen lieben wir alle, Geschenke lieben wir alle. Und daher lade ich dich herzlich ein zur Hard Rock Live. Und das kleine Geschenk für dich, beziehungsweise das große Geschenk für dich, das ist, weil er es mir aus den Rippen gelabert hat und mich die ganze Zeit terrorisiert hat, das normale Ticket kostet 197 Euro und für dich als, wie sagt man, Vitaminerfolger, Vitaminfolger-Erfolger, machen wir eine kleine Special, einen kleinen Special-Deal. Du bekommst das Ticket, gibt es als Frühbucherpreis 97 Euro und mit dem Gutscheincode Erfolg, Vitamin-Erfolg bekommst du das Ticket für 67 Euro. Vielen also Dank. Sparst dir da weit über 100 Euro und ich würde mich freuen, wenn du dann mit dabei bist. Cool. Ja, den Link dazu findest du in der Videobeschreibung und auch in dem Blogartikel. Und wir freuen uns sehr, wenn du daran teilnimmst.